Herzlich willkommen bei der Live-Vorführung auf der Baumesse 2021. Mein Name ist Michael Gabe und mein Kollege Klaus will heute euch auch eine Präsentation darstellen von unserem neuen Produkt oder dem bekannten Produkt Palix 96. Wir zeigen euch heute die Vorteile und auch, wie man noch besser den Boden machen kann mit der jeweiligen Grundierung und die passenden Maschinen dazu. Ich denke, wir fangen gleich an. Bevor wir anfangen natürlich, gibt es ein paar Sachen zu regeln in diesem Chatroom. Und zwar, die Teilnehmer sind für uns stumm und ohne Kamera sichtbar. Das heißt, wir können keine Reaktionen sehen oder bemerken. Deswegen gibt es bei uns einen kleinen Chat, wo man Fragen stellen kann, die wir während der Live-Vorführung auch beantworten werden. Wir haben auch nach der Produktvorführung einen QR-Code unten eingeblendet, der wir dann zeigen, falls Fragen sind, können Sie dann auch per E-Mail an uns schreiben. Danach ist alles möglich. So, ja, dann fangen wir gleich an mit der ganzen Produktvorführung. Palix 96, super einkomponentlicher wasserbasierter Lack. Klaus, willst du mal kurz zeichnen? Mit Aufschütteln. Mit Aufschütteln. Wir fangen an. Wir haben eine Platte vorbereitet. Palix 96 ist ein sehr hoch abriebsfester, einkommenden, wasserbasierter Lack. Er hat erfüllt sehr viele Eigenschaften, sehr chemikalienbeständig, sehr wasserabweisend. Dann ist er sehr schnell trocknend, aber hat trotzdem eine lange Verarbeitungszeit. Natürlich wird bei dem Produkt auch sehr viel Material in unserem Lack ist drin. Das heißt, bevor man den ganzen Lack aufträgt, sollte er vorher sehr gut aufgeschüttelt werden. Wir bevorzugen die Scheraufschüttelung. Da ist mehr Kräfte drin, dass richtig das Material, was auf dem Boden sich abgesetzt hat, sich richtig reinarbeitet. Vom Verbrauch her, wir tragen das Ganze mit einer Wasserlackrolle auf, mit unserer Palmann Wasserlackrolle. Das ist eine Mikrofaser, die hat 11 mm Fluor und dadurch nimmt es sehr viel Material auf und gibt es gleichmäßig das ganze Material auf die Bodenfläche ab. Die ist absolut fusselfrei. Also dass nicht irgendwie nachher irgendwelche Haare im Lack dann von der Rolle sind. Wichtig ist auch unser Sieb, was wir in unseren Gebinden drin haben. Vielleicht kann man da noch das eine oder andere dazu erklären. Wir haben ein Sieb in unserem Gebinde drin, falls doch irgendwelche Hautfetzen bei irgendwelchen klimatischen ungünstigen Bedingungen entstanden sind, bleiben die dann im Sieb hängen, dass sie nicht auf der Fläche dann draufkommen. Wir arbeiten mit unserem Lack aus dem Eimer heraus, aus unserem Palmann Versiegelungseimer. Wir benutzen auch vorher eine Einlegefolie, damit der Eimer immer wieder verwendet werden kann und der restliche Material wieder zurückgegeben kann in den Kanister. Und diese Folie dann extra entseucht werden kann und dass dieser Eimer ständig benutzt werden kann. Wir tragen den Lack erstmal quer zur Holzmaserung auf, verbrauchen ungefähr 100 Gramm pro Quadratmeter. Und wenn der ganze Boden benetzt ist, wird dann nochmal im Kreuzgang das Ganze verschlichtet, dass jeder sicher ist, jawohl, ich habe alles und kein Eck ist vergessen. Dieser Lack wird eingesetzt in sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel Kindergärten und Schulen. Er hat das Prüfzeichen Blauer Engel und EC1+. Plus.
Blaue Engel und EC1 Plus, das heißt, von den Anforderungen her ist es das Höchste, was man im Moment erreichen kann. So, wichtig zu dem Thema Rollen ist natürlich auch das Ausheben. Wir sehen hier, Klaus wird mal, wenn man eine Rolle nicht aushebelt, entstehen solche Pfützen, die später zu Glanzgradunterschieden kommen kann. Klaus wird jetzt zeigen, dass wir die Rolle am Ende ein bisschen aushebeln. Dadurch nimmt man das zu viel Material wieder mit und verteilt es nochmal auf die Fläche. So, sehr schön. Dieser Lack ist sehr schnell trocknend, das heißt, wir können ungefähr nach eineinhalb, zwei Stunden zwischenschleifen und die nächste Lackschicht aufgeben, hat aber trotzdem eine sehr lange Verlaufszeit, dass es genug Zeit hat, eine sehr glatte Oberfläche zu bilden. Selbst in Extremst-Situationen, das heißt sehr kaltes Wetter oder sehr warmes Wetter. Wir haben auch, falls doch mal über 40 Grad Wärme sein sollte, haben wir auch einen Verzögerer dazu im Programm, wo dann eingebracht werden kann, dass es noch länger die Verarbeitungszeit ist. Wir sehen jetzt hier, ein Wasserlack wird natürlich am Anfang, sieht es immer ein bisschen unruhig aus, aber dieser Lack wird zu einer einzigen glasähnlichen Oberfläche dann verlaufen, dass man keine Unregelmäßigkeiten mehr sieht. Falls Fragen sind, wir können ja weiterhin die beantworten, wenn dann die per Chat gestellt werden. Ansonsten würden wir jetzt weiter nochmal einen weiteren Ansatz machen, weil der Raum ist ja trotzdem noch länger wie ein Meter. Deswegen zeige ich mir jetzt mal die andere Hälfte, wie man am besten den Übergang macht. Und man sieht dann mit diesem perfekten Lack, dass da keine Überlappungen, keine Rollspuren sichtbar bleiben. Klaus streicht auch ganz gut den Lack am Kanister ab, dass jetzt keine Tropfen oder zu viel Material auf den Boden aufgebracht werden. Und vom Verlauf her ist es der sehr, sehr... Ich gehe jetzt hier auch ziemlich tief nochmal über die Überlappung drüber. Wir sollten so ungefähr 20 cm über die Verlappung, über die Überlappung drüber gehen. Und dann wieder mit dem bekannten Aushebeln die Pfützen mitnehmen. Dieser Lack ist der meistverkaufte Lack Europas oder der beliebteste Lack Europas. Und nicht ohne Grund. So, wir sehen später beim Zwischenschliff benutzen wir unser bekanntes Palmann Powerpad oder ein 120er Schleifgitter. Damit wird die Fläche dann schön zwischengeschliffen und dann kommt eine Absauchung mit dem Staubsauger und dann wird nochmal schön die Lackfläche aufgerollt. 100, 120 Gramm ist die optimale Verbrauchsmenge. Wenn Sie zu wenig aufrollen, ist zu wenig Schichtstärke da. Sie brauchen aber eine bestimmte Schichtstärke und wir empfehlen 100 bis 120 Milliliter auf den Quadratmeter zu bringen. Grundieren können wir die Fläche, hier in dem Fall ist es Eiche, mit unserer Palix 325. Wir können aber auch, das ist auf Wasserbasis, wir haben auch eine Ölgrundierung 333. Wir haben auch sehr viele andere Grundierungen für spezielle Fälle. Da ist es am besten, wenn Sie uns im Chat das schreiben, die Fragen, oder den zuständigen Außendienstmitarbeiter kontaktieren.
Ja. Wir haben, du hattest ja gesagt mit dem Zwischenschliff, also von meiner Seite, ich sage auch nochmal ganz kurz Hallo, Klaus Thiele bin ich und bin zuständig für die Maschinen im Hause Pallmann. Zum Zwischenschliff wollte ich nur noch mal kurz sagen, er hat ja das Multiloch, das Pallmann Powerpad erwähnt. Hier, das empfehlen wir ganz klar zum Zwischenschliff, auch mit unserer Maschine Spider ist es wunderbar möglich. Dadurch, dass ich die Maschine natürlich von der Drehzahl flexibel einstellen kann, kann ich sie zu dem Einsatz Zwischenschliff gut einstellen. Ich kann sie zum Schleifen optimal einstellen. Also von da habe ich einfach ein Multitool. Darüber werden wir dann morgen genau sprechen. Da gibt es einen extra Termin für die Spider, für die Maschine morgen. Nur, dass erwähnt ist, dass es natürlich dieses Produkt auch in unserem Hause gibt mit den verschiedenen Features, Bürstsystem, Diamantsystem, normales Schleifsystem und natürlich den Pad-Treibteller, um einen Zwischenschliff zu machen und das Öl einzuarbeiten. Und wie der Micha schon gesagt hat, hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten vom Aufbau beim 96 zu agieren mit einer Ölgrundierung, mit anderen Grundierungen. Da kannst du ja dann vielleicht dann noch mal zwei Sachen sagen dazu, was man an Aufbaumöglichkeiten noch alles hat. Genau, genau. Also wir sehen gerade, dass eine Frage reinkommen ist, und zwar, ob es nach 2 Stunden der Zwischenschliff möglich ist und ob es Probleme mit dem Anschleifen des Bodens gibt, Schleifschau verklebt und so weiter. Also wir haben mit diesem Produkt einen sehr schnell trocknenden Lack. Der hat spezielle Schleifhilfsmittel mit drin, dass es die Schleifbarkeit schnell vonstatten gehen kann, dass ein schönes Schleifbild entsteht und viel Schleifstaub entsteht, dass kein Schleifstaub unter dem Papier verklebt. Und das heißt, es ist nach 2 Stunden schleifbar. Natürlich muss es auch ein bisschen vom Klimatischen her passen. 20 Grad, 65% Luftfeuchte wäre dann der Durchschnitt. Natürlich, wenn es ein bisschen kälter ist, wegen wärmer, geht es alles ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer. Aber 2 Stunden ist gar kein Problem beim Zwischenschliff. Ja. Und beim Schleifstaub verkleben ist es auch so, das ist natürlich wichtig, dass ich das, was ich schon erwähnt habe, die Drehzahl einstellen kann. Je geringer die Drehzahl, umso weniger natürlich auch die Hitze, die entsteht. Und je heißer es wird, umso mehr verklebt es natürlich. Und das ist natürlich der Riesenvorteil von der Spider, dass ich da auch dafür sorgen kann, dass der Schliff kühler wird und ich so eine Verklebung natürlich dann auch nicht habe. Wie pflege ich eigentlich den Boden, nachdem der versiegelt ist und getrocknet ist? Wir haben verschiedene Pflegemittel dazu. Natürlich zum Reinigen nehme ich den Pallmann Neutralreiniger. Zum Pflegen nehme ich dann die Pallmann Vollpflege. Die gibt es in matt und in seitenmatt oder seitenglänzend. So wie unsere Lacke auch. Unseren Palix 96, den gibt es in matt und in seitenmatt oder in halbmatt. Und da kann ich entsprechend die entsprechende Pflege, die Glanzstufen einstellen. Jo. Ja. Wir haben auch noch von der Haltbarkeit, also dieses Produkt ist auch für den gewerblichen Bereich gedacht, für den leichten gewerblichen Bereich, leichte so Büros mit 5, 6, 7 Mitarbeitern ist es genauso geeignet wie zu Hause in Ihrem Büro oder in Ihrem Wohnzimmer. Auch in Treppenhäusern zu Hause ist dieser Lack bestens geeignet, weil der eine sehr hohe Abnutzungsfestigkeit hat gegenüber Chemikalien und Abnutzung. Und der verfilmt sehr dicht und sehr hart und ist Fußboden geeignet, Fußbodenheizung geeignet. Dann kann man genauso auch Korkböden damit machen. Er ist zwar hart in der Oberfläche, aber doch flexibel. Das heißt, wenn ich beim Kork etwas runterschmeiße und es entsteht eine Delle, geht der Lack mit und platzt nicht ab. Also der ist genauso gut geeignet für Korkböden wie für Parkett oder für Dielenböden. Da kommt auch nochmal eine sehr, sehr gute Frage rein, Micha. Da kann ich dir das Produkt gleich dazu reichen. Genau. Dass wir das noch gleich mit beantworten können. Also welchen Holzkit kann man am besten zu diesem Produkt empfehlen? Wir haben jetzt hier in dem Fall eine Hochkantlamelle. Wir haben ein neues Produkt, da werden wir am Freitag noch detaillierter eingehen, zu unserem neuen Produkt Palix Filler. Das ist ein Holzkit, der mit Fasern versehen ist auch patentiert jetzt von unserer Firma. Also wir sind die, wo weltweit die Führenden
in dieser faserarmierten Fugenkittlösung, ist wasserbasiert, wird aufgeschüttelt, mit dem jeweiligen Schleifstaub benutzt und dann in die Fuge eingearbeitet und wird mit der Flächenspachtel aufgetragen und wird dann sozusagen, er sackt nicht ab, durch die Fasern bleibt es schön oben stehen, das Material, und er sackt nicht ab, weil wie bei anderen Mitbewerbern. Wir haben auch eine, wir haben auch ein Muster vorbereitet. Wir sehen hier verschiedene. Sieht man das da auf der? Ja. Wir haben verschiedene Mitbewerber auch mitlaufen lassen. Hier sieht man schön, da sind die Mitbewerber ohne Fasern. Beim Trocknen entsteht Schwund und er sackt ab und reißt. Bei unserem Palix-Filler bleiben mit den Fasern schön das Material dastehen, wo es sein soll. Und auch, das ist alles mit demselben Holzstaub gemacht, bei unserem Palix-Filler sieht man, dass es schön die Farbe, die natürliche Farbe beibehalten wird und nicht sich verfärbt in der Fuge. Ja. Dieser Palix-Filler werden wir dann am Freitag in längeren nochmal exakter vorstellen. Da freuen wir uns, um 4 Uhr am Freitag nochmal Sie begrüßen zu können. Ich sehe gerade, da kommt noch eine andere Frage rein, maschinentechnisch gesehen. Wie schnell sollte die Maschine beim Zwischenschliff drehen? Also das ist im Prinzip genauso zu handhaben, wie eine normale Einscheibenmaschine dreht, sodass ich da ungefähr bei 150 Umdrehungen, roundabout plus minus 10, mich bewege. Dann habe ich die optimale Drehzahl. Der Drehzahlbereich von der Spider ist von Umdrehung 50 bis Umdrehung 400, wenn ich sie als Einscheibenmaschine benutze. Und dann bin ich ungefähr so auf 25%, was ich an dem Regler, an dem Display hier drehen muss, dass ich diese Zahl erreiche, diese Drehzahl. Aber da bin ich im optimalen Bereich so um die 150 Umdrehungen. Dann wird es nicht zu heiß und nicht zu schnell, sodass ich einen optimalen Zwischenschliff bekomme. Hier habe ich auch nochmal das Muster von unserem Palmann Powerpad, Korn 120, damit wird die Fläche endgeschliffen und auch die Zwischenschliff wird damit durchgeführt. Das ist ein Material, das kann ich biegen und hinschmeißen, ohne dass irgendwelche Partikel von dem Papier sich lösen. So wie bei den normalen Netzen kann es sein, dass ja einzelne Sandpartikel sich lösen und dann unter dem Papier landen und dann tiefe Kringel hinterlassen. Bei diesem Palmann Powerpad, das ist das Optimale, da passiert gar nichts, da verliere ich keinen Sand, wo was, irgendwelche Kringel geben. Was ja genau auch der Vorteil ist, dass wenn ich mit einem Schleifgitter arbeite und die Schneidstoffe dann auf dem Boden liegen, ich zum Teil auch manchmal nicht alles absauge. Und das habe ich natürlich dann auch in meiner lackierten Fläche drin. Die nächste Frage, wo reinkommt, darf der Lack auf Doppelspachtel zwischen den Lackschichten aufgetragen werden? Natürlich ist es oft so, dass nach dem Zwischenschliff leichter Staub obendrauf ist. Ich sauge den zwar ab, aber manche Partikel bleiben halt drauf liegen, um eine hundertprozentig homogene Oberfläche zu erreichen. Kann ich nochmal zur Staubbindung und zum leichten Fugenschluss unseren Palix 96 einsetzen. Dazu gebe ich ein bisschen Material obendrauf und du mit einer, Flächenspachtel natürlich rostfrei. Muss die sein, den Boden durchspachteln. Die Fugen werden ein bisschen gefüllt. Zu viel Dreck oder Staub wird mitgenommen und den tue ich dann an der Tür entsorgen dann das Material. Und dadurch entsteht eine homogene Oberfläche. Dann kann ich nach ungefähr 20 Minuten Trockenzeit den Auftrag mit der Rolle wieder vollziehen. Und dadurch gibt es einen homogenen, staubfreien, dreckfreien Boden. Wieder eine tolle Frage für mich. Was setzt ihr im Randbereich für Maschinen ein? Also im Randbereich empfehlen wir hier, sieht man auch, hier haben wir auch dabei, unsere Geckoflex. Das hat den Vorteil, wir haben das gleiche Papiersystem wie bei der Spider, sprich 178 mm Durchmesser, einen schaumierten Teller, der im Prinzip auch ein wirklich tolles Schleifbild ergibt. Ich kann die Maschine vollflächig aufliegen lassen durch den schaumierten Teller, bekomme dadurch dieses, wie gesagt, dieses schöne Schleifbild hin. Ich kann die Maschine mit 4,5 Kilo wunderbar auch mal ein bisschen neigen, dass ich auch etwas aggressiver werde, sodass ich meine Aggressivität selbst beeinflussen kann. Ich kann die Maschine im Drehzahlbereich
frei einstellen. Auch hier kann ich von einem Drehzahlbereich von 1400 bis 4200 wählen. Meine Empfehlung, meine persönliche Empfehlung ist immer so zwischen Stufe 4 und 5 zu arbeiten. Dann habe ich so den optimalen Drehzahlbereich, dass ich auch keine Brandspuren erzeuge. Die Maschine verfügt über eine Absaugmuffe, wo ich den Staubsauger, eine externe Staubsaugerquelle anschließen kann, sodass ich auch sehr, sehr staubarm arbeiten kann im Randbereich. Wunderbar auch einzusetzen auf kleinen Treppenpodesten, dass ich die komplett schleifen kann. Und wie gesagt, den ganzen Rand kann ich damit arbeiten und auch Treppenstufen kann ich wunderbar damit arbeiten. Und das empfehlen wir im Zusammenhang mit der Spider. Natürlich haben wir auch noch eine ganz normale Reinschleifmaschine, die Gecko Star 2.0. Die kann man wunderbar auch in unseren Produktübersichten einsehen. Oder auch über den QR-Code, denke ich mal, werdet ihr dann die Kataloge bekommen, wo man dann die Maschinen anschauen kann. Die Gecko Star ist eine ganz normale Reinschleifmaschine, wie gesagt. Hier kann ich verschiedene Vorsätze aufbringen. 150 mm Durchmesser oder 178 mm Durchmesser. Den langen Schleifarm oder den kurzen Schleifarm. Der lange Schleifarm ist dann für die großen Radiatoren, dass ich darunter arbeiten kann. Ansonsten kann man da mit dem kurzen Schleifarm arbeiten und hat da auch das herkömmliche, konventionelle Randschleifen mit der Maschine. Ja, wir sehen jetzt hier schon, die Fläche fängt an zu trocknen. Das zeigt, es ist eine sehr schnelle Trocknung. Also wir können hier in diesen Temperaturgefilden, was wir gerade haben hier im Raum, können wir locker nach eineinhalb Stunden dann zwischenschleifen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, welcher Raum wie beheizt wird. Wir haben jetzt noch eine Frage reinbekommen. Noch eine. Ja. Was für Staubsauger bzw. Tools setzt ihr, um beim Kunden sauber zu arbeiten? Also wir empfehlen da ein komplettes System. Zum einen empfehlen wir einen Vorabscheider, der zwischen Staubsauger und Maschine geschaltet ist. Da gibt es zwei verschiedene Größen, einmal die 30 Liter, einmal die 50 Liter. Da fange ich 90% des Staubes schon mal mit auf. Das heißt, ich schone das Filtersystem. Also vom Staubsauger her ist bei uns das Produkt der Starbuck. Den haben wir auch im Sortiment. Das ist ein Staubsauger mit einem, ich glaube, 50 Liter Container. Und dann haben wir, wie gesagt, den Vorabscheider dazwischen, der den meisten Staub auffängt, sodass das Filtersystem vom Staubsauger geschont wird und ich immer eine optimale Saugleistung habe. Das Ganze kombinieren wir noch mit einer Absaugmanschette an der Spider, sodass ich ein größeres Vakuum erzeuge und nahezu staubfrei arbeiten kann. Weil ein staubfrei Schleifen gibt es nicht. Das wird zwar oft verlangt oder gesagt, aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann sehr, sehr staubarm arbeiten, beziehungsweise nahezu staubfrei. Und das erreichen wir mit einem sehr, sehr guten Staubsauger, den Starbuck in unserem Sortiment, mit der Absaugmanschette und in Verbindung mit dem Vorabscheider. Das ist ein komplettes System, was optimale Ergebnisse erzielt. Sonst gab es keine Fragen mehr, oder? Wenn alle Fragen beantwortet sind, wir stehen weiterhin mit unserem QR-Code für weitere Fragen zur Verfügung. Das ist alles heute den ganzen Tag, morgen den ganzen Tag, übermorgen den ganzen Tag. Und sonst unsere ganzen Außendienstler oder Anwendungstechniker weltweit stehen für eventuelle Fragen noch zur Verfügung. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns morgen und übermorgen wieder besuchen würden bei Pallmann. Und wir werden jetzt auf Englisch dann das Ganze nochmal machen und der QR-Code wird dann im Nachgang mit eingeblendet. Ja. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für das Interesse, auch im Namen vom Kollegen Klaus. Auch, ja. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ja, das Wichtigste. Hello guys, a warm welcome to our show, Bau Online, in January 21. My name is Klaus Thiele, I'm responsible for the machines at the Pallmann company. My colleague, Michael Garber. Hello everybody.
He is responsible for. I'm the technician for Pullman for the west part of the world. So everybody who watch now the television and see me, we will see us in the countries. So west part of the world. As soon as possible. As soon as possible. I hope so. Okay. So the rules for our show now here. All participants are without voice, and you have no microphone, no camera, so we can't see you. But we have the possibility that you can ask in our chat room. Yeah, if you have some questions for the product, for the machines, and something else. And at the end of our presentation, we will show you a QR code for other questions, later questions, or if you have offers and so we will show you a QR code that you can do what you want with the questions and with your offers. Okay, first of all, we start our show with our best product, yeah, the Palix. The best-selling product what we have in by Pullman, yeah. And the best one-component product, parquet lacquer in Europe. So we start with Palix 96. We have it in half mud and in mud, and we have it also in all countries in the world. And in light. And we have it in 5 liters and in 10 liters. Also in America, we have it also in gallon. But here in Europe, we have it in liters. So we use this product with our one component, with our roller, waterborne microfiber roller. It's 11 millimeters, it doesn't lose any hairs, so you have no problems after the drying of the lacquer, so with any hairs in your lacquers. So we have also a box for the roller that you can every time start when you want. So I think I show what I mean with the best product in the world for the parquet. We start. We shake it first with very well. It's his part because the materials go to the button and the water stay on the top. So we mix it together that everything is perfectly mixed. So we fill it in our Pullman bucket with a plastic the bag. Bag in inside. So you can use this black bucket every time, every day again. So, and then when you fill it in the bucket, you have no problems with any too much materials, too less materials on the other side. So you have every time the right materials on your roller where you can apply what you want. So we have also our Palix 96 with the Blue Angel. We have the Blue Angel and the EMI code EC1 plus. So it's the highest certificates what you can have for the environment. So Klaus show how we say we should apply the lacquer. First, we apply around about 100 milliliters per square meter in the one direction. You see, you hear no voice from the roller, and it shows okay, it's have 100 milliliters per square meter. That is what we want. And when you applied 2 meters or what you want, then you do
across the other direction to roll it again, that you don't forget any areas, and you lift up by the end of this line to lift up the roller to have no too much materials in the end, that you have no spots anywhere. So you see here what we mean. Sometimes it happens that you have too much materials. He rolled to the drops and lift up, that you see everything it's even. So these materials dry very fast. So you have a long working time, but it's a short drying time. So you can latest after 2 hours you can buff it with a 120 net or with our 120 multi-hole pad. It's a Palmann power pad 120. The Palmann power pad doesn't lose any sand particles, so you have no scratches under your sanding paper. So you can sweep it, and you see no sand particles. It doesn't lose anything, so you have no problems with any scratches on your floor after this working. Michael, there's one question. Can the varnish also be applied with a double filler between the varnish coats? Double filler? What does it mean with a double filler? Between the varnish coats? Yeah, okay. We can use it. Yes. Doppelspachtel, yeah. Yeah. Double filler. We can use our a metal scraper or a metal trowel. It's a stainless steel. It's a stainless steel trowel. So you can apply the lacquer between the sanding, between the layers mm-hmm. of the lacquers. You apply a little bit of it. You feel very small joints. You bring the. Sometimes it's a little bit dust on the floor. You bring it away with this trowel, and you put it in the trash after that. And after the working with the trowel, you have a very even floor, which it dry 20 minutes. And after the 20 minutes, you can apply the last layer of the Palix 96. Okay. Now we show the overlapping effect. Yes. Now we show the overlapping. You see it was a little bit drying between the overlapping between the different areas. Klaus put a little bit materials on it. First the one direction, and you hear it. You hear nothing. So you hear you know now it's 100. 20 milliliters on the floor, again, per square meter. And you see it, you roll inside the other area 20 centimeters more, and you lift it up, and you see no overlapping, you see no roller marks. After the drying, it's one floor. So now we wait 2 hours for the buffing, or now it's the end. Normally you can wait 2 hours for the next level. Coffee break. and then it's very high in the resist against chemicals and footsteps and whatever, so it's a perfect lacquer also for offices, for schools, for private homes. Also, in when you have 3 kids and 2 dogs, it's this a perfect lacquer for the highest protection. And it's an easy system because a machine guy can do it. Yeah, and you have no
trash. So it means you have no heart in the inside. You use only these materials what you put on the floor. Not more, you have no trash, not too much materials mixed. So it's perfect for everybody, also in small or big areas. So there are two questions more. How many square meters we can get with one can? Okay, with one can, you can per layer, you can use it for 50 square meters. And this is per layer, so you need one layer of the primer and two layers of the Palex 96. And it means you can use it in a 25 square meter room, is 5 liters perfectly. The next question is very interesting. Which primer do you use, or do we use, or you can use? There are more possibilities. That's, for me, very interesting, no, Michael? Yeah, I think so. So we used the, on this area, we used our Palex 325. It's a water-based primer. In America, it's another name, but in the rest of the world, it's the 325. It's the most selling product for primers in our company. So you can use it for the mostly woods. It's the light European woods. If you have a special exotic wood, then we have a primer on oil-based. It's a 333, but mostly it's enough when you use the 325. Then we have other questions. How can we fill the joints or the gaps? We have a special product now. It's our Palex filler. It's totally new on the market. We have the Palex filler. It's fibers inside, which are better to fill the bigger joints at, up to 3 millimeters. Without any problems. So we have also samples for you. We show it here. We have some samples. Here we have other companies without any fibers inside. We have here our Palex filler. You see here, you have no scratch, you have no gaps anymore in our product. And we used also the same dust for mixing these products. And you see here our product let a natural color for the filler. Otherwise, it will be darker, but our product stay the same color what the customer want. So we have also which dust should we use for this filler? I think we should use the filler with our the sanding dust from our sanding. Yeah. Yeah, from our sanding from the same wood species, and I think with 80 grit. It's enough, it's fine enough for mixing this product together, the dust and the filler together. So that's a good point for me. So I can explain how we collect the dust. So we have a system with a vacuum with our StarWalk and with the dust skirt on the spider, we have a dust skirt to get more vacuum under the machine. And we have a pre-separator. A pre-separator, Michael, please. Roll it over. So here, this is the pre-separator. We have it in two sizes. We have 30 liter and 50 liter. There we collect 95% of the dust. And it's very easy to get the dust out to mix our filler, to close the gaps. So it's very easy. And the best thing is that we save our filter system from our vacuum. Yeah, so we have every time a very good vacuum result. Yeah, so we are close to sending dust free. Yeah, so this system belongs to a good vacuum, to the pre-separator, and for the dust skirt. So this is the best way to collect the dust for mixing the filler. Any questions?
No more questions in the chat? Yeah, if you have any questions when you're thinking about overnight and you find questions more, you can write us an email. We have we will show you the QR code after this training that you can chat with us directly this week and the next weeks also. We are there for you to answer your questions about 96 or other products from Palmon. Yeah. So please feel free, get in contact with our colleagues in Würzburg, in your country, with your sales managers or with us. So we are here for you to answer your questions and solve your problems. So 2 points more from my side. When we have no more questions, I want to show or tell something about the spider. We will show you the spider tomorrow in an extra show, but we have the spider two new features. We have a light. We have we can give more support for the sanding. Yeah, so we see the mistakes in our sanding picture, or when we have filler on the floor, we can see better if we remove have removed it all, yeah. And also we have a new locking system at the wheels, so we have no splint anymore. So we save the doors when we drive through the doors or the walls, so that we have no damage on the walls. So we have also a new system for fixing the wheels on the machine. So, but tomorrow we talk a little bit more about the spider. Yes, it's possible to use the spider on, to lose the light on the old spider. You can fix it on every machine you have. Yeah, the spider, the light is for every spider we have on the market. Yeah. So the next thing is we have a complete system with the spider. You can use the spider as a one disc machine. You can use the spider with a problem solver with the diamond system. When we have a very, very hard coding system, we use the diamonds with grit 30 or 50. And so when you want to get structure in your floor, so we can use our stainless brushes and our nylon brushes to get structure in the floor and get, for example, colors in the floor. So we have a total sanding system with our spider. We have a multi-tool for you. So it's a very good partner for your business. And maybe Mike can tell something about the colors here. We have a color system. Yes. It's called, what is the name? we have a new color system. Freestyle is the name. And you can see it's very special for special customers, but somebody, this is very popular that you use your old floor in a new look. So you can normally you can sand it and put clear lacquer on it, but we can show now that we have two different colors on one floor. So it's very easy to work with it. If you have any questions about this, we have also in our chat a specialist to show or to explain how you can fix it. So you see two different guys, two different colors. Yes. Good. What we can say is write us your questions in. After this training, we will show the QR code that you can write with our specialists, and we would be happy when you visit us tomorrow and on Friday again for other products to show it more in the detail of the spider and from the filler. So then I can say
thank you that you stay with us the last time, and we would be happy when you visit us tomorrow and on Friday, and also every day in our chat room. Yeah, and stay healthy, take care, and please feel free and get in contact with us, and we will be your partner. Take care. Goodbye. Bye-bye.